Jaden legt eine Zeit von 3 Minuten und 53 hin. Bei dem letzten Auftrag hat Ramin alles auf eine Karte gesetzt und gewinnt 40 Punkte. Brent erzielt 30 Punkte. Danach folgt Jaden mit 20 Punkten und Loral ist mit 10 Punkten Vierter. Nach den drei Aufträgen bildet Loral mit 40 Punkten das Schlusslicht. Ramin wird Vierter und Jaden erreicht mit 90 Punkten den zweiten Platz. Brent gewinnt diese Folge mit 110 Punkten. Jaden, Brent, Laura, Ramin, ihr habt heute alles gegeben. In insgesamt 3 Aufträgen habt ihr gekämpft. Aber am Ende gibt es nur einen Gewinner. Brent, mit 110 Punkten bist du der Gewinner von Cool Factor. Herzlichen Glückwunsch, du bist damit der Gewinner eines elektronischen Rollers. Aber auch ihr, Jaden, Laura und Ramin, ihr habt euren Ängsten in die Augen geschaut und dafür müsst ihr belohnt werden. Ihr bekommt einen Step-Roller. Durch den Sieg von Brent steht das Team Belgien an der Spitze des Länderklassensegments. Das bedeutet, dass dieses Team gute Chancen hat, ein Wochenende in einem Ferienpark mit vielen coolen Factor-Aktivitäten zu verbringen. Auch beim nächsten Mal könnt ihr wieder bei spannenden und extremen Aufträgen mitfiebern. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Cool Factor. Woo! High five! Gleich kommt iCarly!